Was wäre, wenn wir schönere Städte hätten, wo man sich auch als Fußgänger sicher bewegen kann? Wenn wir kein Auto mehr brauchen würden, wenn wir gesundes Essen hätten, das jeder sich leisten kann? Was wäre, wenn wir saubere Luft hätten zum Atmen? Wenn wir in gesunden Häusern wohnen würden, mit Natur drumherum? Wenn wir nicht mehr in Urlaub fahren würden, weil es bei uns so schön ist? Was wäre, wenn wir eine interessante und wichtige Arbeit hätten? Und wenn wir mit netten Menschen zusammenleben würden? Und wenn keiner mehr befehlen und keiner mehr gehorchen müsste? Was wäre, wenn wir liebevoll, okay, mindestens respektvoll miteinander auskommen könnten? Und was wäre, wenn wir Verschiedenes wollen, dass wir uns so einigen könnten, dass alle zufrieden sind? Träumen wir doch alle von. Obwohl, na gut, vielleicht wissen es noch nicht alle. Aber träumen ist doch immer das Erste. Nur, wie werden Träume wahr? Können Träume wahr werden? Und wie können Träume wahr werden? Es gibt einen Weg, wie man gemeinsam Projekte verwirklichen und sich einigen, zusammenkommen kann, ohne dass einer sagt, wo es lang geht und alle anderen folgen. Natürlich dann irgendwann revoltieren. Dragon Dreaming ist eine Methode, wie das gehen kann, und ich hab's erlebt. Herzlich willkommen bei Asra Blog. Da bin ich wieder. Ich bin Asra. Heute geht's um Drachen und um Träume. Der Drachen muss bekämpft werden, getötet werden. Er ist böse und hässlich. Dass er sich am Boden, in der Luft und im Wasser bewegt und dazu noch Feuer spuckt, das macht ihn gefährlich, unberechenbar und unheimlich. Dass er sich so schlängelt und windet, das ist eklig. Die Jungfrau muss von ihm erlöst und gerettet werden. Die den Drachen besiegen, Kadmus, Herkules, Beowulf, Michael, Georg und wie sie alle heißen, sie sind Helden. Das Böse, Hässliche ist immer außerhalb. Es ist immer das Andere. Das sind alles Bilder von Drachen aus westlichen bzw. indogermanischen Traditionen, christliche Traditionen. Dies sind Bilder von chinesischen und japanischen Drachen. Da beschwört ein Weiser einen Drachen aus einem Gefäß hervor. Jemand reitet auf dem Drachen, fliegt auf ihm. Es gibt sogar einen Drachengott. Der Drachen ist ein verehrtes Sternzeichen. Er steht für die Verbindung der Elemente. Erde, Feuer, Wasser und Luft. Er steht für Kraft und Macht, für Großartigkeit und Charisma, auch für schillernde Schönheit. Gerade das Schillernde, Schlängelnde, die Richtung wechselnde, das Bewegliche und Vielseitige macht die Schönheit des Drachen aus. Das Gegenteil der Drachen, die wir zuerst gesehen haben. Für die australischen Aborigine ist es die Schlange, in der sie genau das alles verehren. Die Ureinwohner Australiens haben die älteste nachhaltige Kultur der Welt. Seit 70.000 Jahren haben sie im Einklang mit der Natur gelebt. Auf ihre Kultur stützt sich das Dragon Dreaming. Es ist eine Methode, um Träume zu verwirklichen. Dafür brauchen wir immer die anderen, die Gemeinschaft. Das Dragon Dreaming stützt sich auf Methoden der gewaltfreien Kommunikation nach Marsha Rosenberg, auf die Living Systems Theory und auf uralte Praktiken der australischen Aborigine. Es gibt Regeln. Es gibt Wächter, die auf die Zeit, auf die Regeln und auf Störungen achten. Die Essenz von allem, was gesagt wird, wird reihum aufgeschrieben. Nur wer dran ist, redet. Man kann auch nichts sagen und weitergeben. Die erste Runde. In der ersten Runde sagt jedes, was seine Idee ist von dem 100% aller besten Ergebnis, erfolgreichsten Ergebnis von diesem Tag, von diesem Arbeitskreis, sodass die heute Abend sagen kann, das war hundertprozentig gut, schön, dass ich dabei war. So, und die zweite Runde, da geht es um den persönlichen Traum. Jedes erzählt in der Runde, wie sein persönlicher Traum erfolgreich verwirklicht in 10 Jahren aussehen würde. Jedes erzählt seine Vision. Die Runde geht immer weiter und sie geht so lange weiter im Kreis, bis keiner mehr was sagen möchte. Dadurch, dass ich von den anderen ihre Träume höre, erweitert und vertieft sich meine Idee und meine Vision. Es kommen Details, Anregungen und konkrete Fantasien dazu. Ich male mir das, was ich mir erträume, immer genauer aus. Aspekte kommen hinzu, an die ich überhaupt noch nicht gedacht hatte. Ungenaues wird klarer, der Traum wird immer präziser und er geht immer weiter in die Tiefe. Jeder Beitrag ist wertvoll. Im Schutz der Wächter bin ich innerlich frei, das zu sagen, was mir in den Sinn kommt. Ohne Angst, mich zu blamieren, ohne Zeitdruck, ohne Angst, kritisiert zu werden.
So kann ich mich öffnen und wirklich aus dem Herzen sprechen. Das ist der Ort, wo wir uns treffen und wo wir uns verbinden. In den danach folgenden Runden werden aus den Träumen Ziele und Pläne und Handlungsoptionen entwickelt. Und zwar ganz konkret die optimalen Wachstumsbedingungen für die persönlichen Projekte herauskristallisiert. Ganz viele Projekte waren erfolgreich, Träume wurden ins Leben gerufen mit Hilfe dieser Methode. Und am Schluss steht immer das Feiern, ein ganz wichtiges Element, was wir oft vergessen. So, und was hat das jetzt alles mit Drachen zu tun? Das Dragon Teaming hat ein Element, was mir so, was mich so beeindruckt hat und was mich, was mir wirklich, da ging mir das Herz auf. Und zwar das Drachenprinzip. Ich habe das oft in Gruppen erlebt, dass ich ausgegrenzt wurde, weil ich nicht die allgemeine Meinung teilte. Das Drachenprinzip macht genau das Gegenteil. Spannungen und Blockaden werden ernst genommen, statt unter den Teppich gekehrt oder ausgegrenzt. Die sogenannten Störungen sind der Drachen. Der Drachen wird nicht bekämpft und getötet oder ausgeschlossen, es wird mit ihm getanzt. Er zeigt uns Dinge, die wir nicht wissen, von denen wir nicht mal wissen, dass wir sie nicht wissen. Der Drachen, der große Gegenspieler, wird gefeiert, denn er hilft uns am meisten.